Jo, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 2. Ja, eigentlich wollte ich auf der Map wieder beginnen, aber ich dachte mir mal ganz kurz, Moment hier mal, wenn Markus die alte Analsonde sowieso keinen Bock mehr hat mitzukommen, dann kann er uns ja eigentlich auch mal unsere Sachen wiedergeben. Finde ich ja nur fair. Ach ja, deine Mama hat natürlich wieder mal ihre maximale Fickfähigkeit erreicht. Die alte durchgenudelte Bumsnutte. So, schmeißen wir mal den ganzen Müll hier weg. Was brauche ich damit? Was soll ich damit? Na, die scheiß Nadelpistole kannst du dir eigentlich auch an den Kopf nageln. Die würde ich eigentlich ganz gerne benutzen, aber Energiewaffen sind wir ja noch viel besser drin. Von daher versuche ich mir mal hier das Buser wieder zu holen. Das jetzt natürlich verschwunden ist. Ah ne, zum Glück nicht. Habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Ich mache mal lieber normal. Sicher ist sicher und der Micha ist ein Stricher. Wer auch immer Micha ist, ich weiß es nicht. Ich bin es jedenfalls nicht. So. Dankeschön für meine Bosa. Warum müssen wir die eigentlich stehlen? Das war sowieso meine. Was brauchen die für Muni? Weiß ich gar nicht mehr. Hoffentlich haben wir dafür welche im Inventar, aber ich schätze mal nicht. Ah doch. Ach ja, stimmt ja, die brauchte die 200 Dingens. Ne? Wisst ihr Bescheid. Schade, dass die nur Dauerfeuer machen kann. Können wir mal ganz kurz gucken, wie schon unsere Chancen stehen, den Mann zu treffen. 94, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich würde mal sagen, wir gehen trotzdem mal noch leveln und vor allen Dingen noch irgendwie eine Stadt suchen, beziehungsweise in die Bunker rein, weil mit der Munition kommt man nicht sehr weit, ne? Nee, es gibt leider nichts anderes im Leben. Ich muss Fallout 2 spielen. Was hat der Hurenbock noch? Ich schätze mal, die Stimpaks brauche ich jetzt ja auch nicht mehr. Und Dankeschön, können wir die nicht gleich die Muni entleeren? Naja, gut, das sollte dann, glaube ich, erstmal reichen. Dankeschön. Wobei, warum bedanke ich mich eigentlich? Das ist ja sowieso mein Zeug. Fische und Seetang, das ist alles, was sie hier kriegen, ne? Reicht doch aus. Natürlich bin ich ein Spion. Wir sind doch alle Spione. Mensch. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist dunkler als sonst, aber naja. Gut, dann gehen wir mal zur NKR. Da ich jetzt auch mittlerweile weiß, wie man seine Leute abstellt. Hey, hey, hey. Was? Übungszeit? Ja, auch finde ich gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, ich muss ein bisschen leveln. Da kommt ihr mir gar nicht mal so ungelegen. Bupp, war schon tot. Ja, hätte mich auch gewundert. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen erkältet, deswegen stiebe ich mal so ein bisschen. Nein, ich ziehe mir gerade keinen Koks hoch, um das Spiel zu ertragen. Na schön. Eigentlich finde ich die zwei Nahkämpfer irgendwie so richtig geil, ne? Ist zwar irgendwie doof, weil normalerweise sollte, also würde ich immer zuerst auf die gehen, die Nahkampf machen, aber naja, in Ordnung. Mann, wir können ja direkt mal hier treffen, das ist ja faszinierend. Wenn ich nicht Angst hätte, dass wir bei unserer super tollen Präzision noch unsere Leute hier treffen, würde ich direkt mal mit dem Buser hier ein bisschen einheizen. Aber das machen wir mal vielleicht, wenn keiner vor uns steht. Die Bitch lebt natürlich noch. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ja, gut, das ist vielleicht noch ein bisschen doof, dass ich angestellt habe, dass er angreifen soll, wer uns angreift. Aber naja, geht eigentlich. Ja, Effekt, du bist wieder sehr hilfreich. Und vor allem sinnvoll, aber naja, das bist du ja immer. Du bist ja unser kleiner Held. Ach, der ist gestorben? Gut, ich doch lebt noch. Dann eben nicht. Was, 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 was? Was war das jetzt? Ach, die Bitch lebt noch. Ich hab's doch gesagt, Mensch. Keiner hört auf mich. Nein, nee. Doch, du Fixe. Mann. Hast du nicht einfach Huni angreifen, du? Speichellecker. Na gut, dann gib mal die so schön dabei haben. Ja, haben wieder sowas Geiles. Mann, das war echt ein Fehler, dass ich nicht auf die Dinger geskillt habe, weil ich habe gesehen, die hauen richtig rein. Auch bei den Enklave-Patrouillen. Aber nein, man muss ja immer auf gute Ratschläge hören, nicht wahr? So, scheiß drauf, hier gibt's ja sonst nichts. Dann verbissen wir uns wieder halt. Ich speichere mal vorher noch. Ist ja immer ganz besonders wichtig. Man weiß ja nie, wer die nächste Begegnung ist. Vielleicht die nächste Begegnung ein Trupp voller Hurensöhne. Siehst du? Ich wusste es. Ich wusste es. Wo ist mein Geld? Ich habe es gewusst. Oh, ist das zum Kotzen.
Nee, auf die habe ich jetzt keinen Bock. Wenn ich Bock hätte auf Aliens, würde ich einfach das Schiff auseinandernehmen. Es war ganz lobenswert von dir, dass du die angreifst, aber muss jetzt nicht sein, ne? Lass mein Hund hier in Ruhe. Ach, ihr müsst euch doch noch alle bewegen. Ja, ihr seid ja alle Mama Mia. Ja, sowas entsteht euch jetzt doch. Ja, ist gut, Honey. Mir zu Ehren heißen wir Todeskrallen. Ah, ja. Ey. Du Ficker. Kanone. Oh ja, ist gut. Ihr könnt auch gerne 20.000 Mal in einer Runde agieren. Dann könnt ihr mir mal so richtig die Murmel lutschen. Oh, warte, ich darf auch schon. Ist ja nett. So, speichern und weiter geht's. Tschüss. Mach's hübsch. Ja, du musst dich nicht nach oben ziehen. Die Leute können ruhig alle sehen, wie hässlich du bist. Ich so Bricke. Ja. Oder die Militärbasis. Ach, was ist jetzt los? Ja, wie süß. Eine Karawane. Ja, euch werde ich mir aber nicht nähern, weil steckt die Waffen weg, sonst kriegen wir unsere Tage. Und fangen deftig an zu bluten aus unseren Mösen. Das wollen wir mal lieber vermeiden. Was machen die eigentlich? Die einfach nur da, weil sie es können. Ach so. Ja. Stimmt ja. Das sind ja die Homo Ranger. Und da die alle den Röntgenblick haben, können die durch unsere Rüstung gucken und sehen, dass wir das Hakenkreuz auf unserer Stirn tätowiert haben. Das kann man halt so als übernatürliche Inzucht. Das ist ganz normal. Da fällt es eher schon auf, wenn man sowas nicht kann. Gut, die haben alle keine Munition. Ist mir auch scheißegal. Weiter geht's. Weiter geht's. Ab nach Polen. Ja. Lauf doch nicht so behindert. Dankeschön. Auf zur neuen Behindertenrepublik. Yay. Auf zum Dritten Reich. Ja, pass mal auf mein linkes Arsch auf. So, du musst hier warten, weil die anderen, denen kann ich ja wirklich die Waffen abnehmen. Okay, dann suchen wir mal den schönen Bunker. Den Bunker. Ach, hier können wir gleich noch eine andere Quest erledigen. Das ist ja sehr praktisch. Gut, ich sollte vielleicht selber auch die Waffe wegnehmen. Das wäre noch praktischer. Ne? Ja, die Schnauze. So, hast du was zu heulen? Ja, hast du nicht. Das ist ja schon mal schade. Ist denn hier der Sheriff da? Na, schau mal, der ist auch nicht da. Ist ja interessant. Wo auch immer der ist, interessiert mich auch nicht. So, wir latschen hier mal weiter. Bis wir hier drüben sind. Da können wir gleich mal eine Quest abgeben. Und tschüss. Jawohl. Lalalala. Jo, Hitler. Willkommen im Kongressgebäude. Was kann ich für dich tun? Ich habe deiner Chefin was Wichtiges mitzuteilen. Und das wäre, jemand hat sie über den Tisch gezogen. Klingt nicht allzu gut. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich habe noch zu arbeiten. Okay. Interessiert mich nicht. Ich höre trotzdem durch. Das hätte ich nicht machen sollen, ne? Kann ich etwas für dich tun? Tut mir leid, das falsche Büro. Wer bist du? Was kann ich für dich? So gar nichts. Ja, ist wieder egal, ich will mit der Bitch sprechen. Scheint verschlossen zu sein, aber was meinst du, wie mich das interessiert? Echt? Welche denn? Pff, kann ich mir am Arsch lecken. Interessiert mich doch nicht. Oh. Endlich ein Grund, diese Waffe zu testen, ne? Stirb. Funktioniert.
Ich war so schlau und hab Feuer abgespeichert. Ach ja. Dap, 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 dap. Fick dich in deinen fetten Arsch. So. Auf zur NPD. Jawohl. In die Kackmitte. Hast du Problem? Ach, deine Mama. Deine Mama, die alte Inzucht Queen. Ja, dann mach doch mal aus hier. Hast du immer noch ein Problem? Aufs Maul. Oh, mehr Fick. So, Fick gehört nicht mehr zu mir. Nicht meine Schuld. Wenn der sich nicht benehmen kann. Hast du noch ein Problem? Na, siehst du, geht doch. Feiner Hund. Jetzt schön die Straße putzen. Ich glaube, da hat jemand Kaugummi liegen gelassen. Auf zur Hure des Jahrhunderts, diese alte Flatterfotze. So, quatschen mit dir, schön für dich. Ach, Mann. Mit irgendeiner dieser Bitchköpfe. Ach, scheiß drauf. Hi, ich suche Arbeit. Weiß ich nicht, weil du ein Hurensohn bist. Mann, wo sind wir hier? Einiges ist eigentlich noch, kann ich für dich tun? No. Sehr, sehr gut. Ach Mann, wo habe ich denn den Tipp bekommen? Bei welchem Fixer? Ach, ist das zum Kotzen? Hast du was gesagt? Nee. Hast du was gesagt? Ach nee, das war dieser Hilfs-Sheriff da. Meine Fresse. Geh mal wieder zurück. Warum auch nicht? Lauf schneller, los. Hab nicht den ganzen Tag Zeit. Und nicht die ganze Zeit Lust auf dieses tolle Spiel. Klopf, klopf, hier ist der Führer. Ich bin neu, ja, ich hätte mal Fragen. Ich bin neu, ja, ich hätte mal Fragen. Ja, ich bin neu. Mann. Ich brauche ehrliche Arbeit. Dankeschön. So. Haben wir den heißen Tipp bekommen. Und können wieder gehen. Yay. So, nächster Versuch. Diesmal speichern wir mal hier ab. Ich möchte gerne zu Präsident Tandy. Ich habe gehört, die Präsidentin braucht jemand Arbeit. Ende. Dankeschön. Tschüss. Klopf, klopf. Ich möchte für Sie arbeiten. Wunderschön. Speichellecker. Hallo, Fotze, die selber reden können. Ich bin Tandy, die Präsidentin der NKR. Back den Eis. Meine Jungs sagen, du suchst Arbeit. Was kannst du denn so? Ja. Du bist nicht ganz das, was ich gesucht habe. Pech. Bist du sicher, dass du dich... Wir brauchen ein paar Computerteile aus unserer alten Basis. Ich habe immer daran geglaubt, dass gute Arbeit auch guten Lohn verdient. Mein Sek... Verdammt, der Einzige, der das wusste, war Fergus. Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Bunker 13, du hast ihn gefunden? Damit sind alle unsere Probleme gelöst. Wo ist der? Ja. Was? Gut, das hatte ich letztes Mal nicht, deswegen mache ich das mal hier durch. Der Bunker ist voller hochintelligenter Todeskrallen. Sie können sogar sprechen. Na schön, dann lass uns aufhören, unsere Zeit zu vergeuden. Da drüben ist die Tür. Hä? Himmel, du bist ja dümmer, als es Hossi war. Ah ja. Hätten wir vielleicht nicht sagen sollen, dass ich den Bunker 13 gefunden habe. Hey, ja, ich will Geld haben. Dankeschön. Kriege ich nicht noch mehr Geld? Ja. Da, danke schön, Tag noch. Und er geht jetzt rein zufällig. Ja, ja, ja. Ja, ja, nimm mal diese Zufälle. Gut, ich habe mal jetzt wahrscheinlich die Todeskralle verraten, ist mir auch scheißegal. Das brauchen wir, danke schön. Ich weiß nicht wofür, aber dafür können wir dann später mit dem Ratsmitglied Adolf Hitler sprechen. Ach, weg ist er, ich wollte ihn eigentlich gerade ausrauben. Ein Level Up, das ist schön. Hat sich ja gelohnt. Ach du Scheiße, und nach sowas. Bonusbewegung kannst du dir eigentlich direkt mal in den Arsch stecken. Geist. Nein. Nein. Nein.
Hifo. Werfen brauche ich auch nicht so ganz. Intelligenz habe ich so. Oh, mit diesem Bonus jetzt zu 1% zu der Intelligenz. Glaube ich, brauche ich auch nicht so ganz. Meister die Mutation. Nein, Packratte. Pfadfinder. Sollen wir mal kurz zu finden mit diesem Bonus 43%. Heilen wir das mal. Und dann machen wir mal hier Action Overlay. Geh doch mal bitte ganz kurz aus dem Weg. Welche Taste waren das jetzt? F6 oder F7? F7, okay. Dann hauen wir nochmal die großen Waffen hoch. Wie bescheuert war ich, dass ich das gemacht habe? Oh Mann, oh. Ich habe gelesen, bis 150 hochleveln hat noch Sinn. Alles darüber wird einfach zu teuer und lohnt sich nicht mehr. Ich meine, ne? Es ist ein bisschen und so. Haben wir mal reparieren nochmal zweimal rauf und ein bisschen drehen. So. Wer weiß, wozu es gut ist. Ich habe ja sowieso keine Ahnung. Huch. Ach, das ist also schnell speichern. Jetzt ist das Overlay weg. Scheiße. Achso. Ah, F6, F7, 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 F7. Okay. Ja, das Action-Overlay kann man, also das Aufnahme-Overlay kann man mit F7 verschieben und F6 ausblenden. Hier kann ich mit Hitler quatschen, lässt mich denn nicht herein und dann kann ich mit zum Abgeordneten-Spacken reden. Ich weiß nur nicht, wofür das gut sein soll, weil der hatte mir letztens nichts zu sagen und ich schätze mal, der wird mir jetzt auch nichts zu sagen haben. Von daher, ficken. So, dann machen wir jetzt mal ganz kurz ein bisschen leicht verdientes Geld. Hoffentlich. Speichern wir nochmal ab. Hallo, Bitch. Warte, du bist die falsche Bitch. Du bist die richtige Bitch. Speichern wir hier nochmal. Müssen wir nicht so weit laufen. Oh mein Gott, ich muss etwas unternehmen. Was soll ich denn tun? Ich brauche dringend Hilfe. What's going on? Oh Gott, das ist Jake. Er droht, das Kraftwerk in die Luft zu jagen. Er bleibt nicht mehr für zu alt und muss ihn aufhalten. Trüll nicht rum, mach, dass du loskommst. Jawohl, hallo, Hurensohn. Bleib wieder ein bisschen, ich hab eine Bombe. Stehen bleiben. Oh, das hat's ja gebracht. Können wir das vielleicht so einfach bereinigen? Buff. So viel zu dem Jack. Greift jetzt noch jemand an. So. Ihr wollt ihn nicht hören. Ist nicht meine Schuld. Ach, danke fürs C4. Oh, ein Gewehr. Das ist ja praktisch. Dann können wir nochmal zurückgehen zu Hitler und uns die Munition damit nehmen. Geld nehme ich auch gerne. Die brauche ich nicht. Tja, tot ist er. Das ist nur umgebracht, also wirklich nicht. Nö. Yes. Du hättest wenigstens versuchen sollen, statt ihn durch umzumachen. Raus, du hier, du Ungeheuer. Ja, ist mir doch, Leute. Gut, kein leicht verdientes Geld, warum auch. Ist mir auch eigentlich sowas von scheißegal, was der davon hält oder nicht. Der Hurensohn hätte uns so oder so hochgejagt. Ich schätze mal, ich hätte einfach mal einen höheren Redenskill gebraucht. Aber hey, so ist nun mal das Leben, hart und ungerecht. Von daher, fick dich ins Knie, es ist mir scheißegal. So, ihr habt doch sicherlich, wir haben glaube ich alle Schrotpatronen, oder? Ah ja, die haben alle Schrotflinten, scheiße. Na gut, ich meine, Cut, wir sehen uns nächsten Part von Mistspiel ist ja 100.